bin Caro. Und ich bin Lisa. Für die Serie Runter von der Couch probieren wir heute mal Nordic Walking aus. Los geht's! Wir sind am Segelflugplatz in Amberg. Und hier treffen wir uns jetzt mit Petra Kopp. Die wird uns mal zeigen, wie das mit Nordic Walking richtig funktioniert. Auf geht's! Mein Name ist Petra Kopp. Ich bin Ernährungscoach und Nordic Walking Kursleiterin. Und betreibe das jetzt schon eine ganze Weile, eigentlich mehr aus der Verlegenheit heraus, weil in Corona mein eigentlicher Sport nicht möglich war. Ich komme eigentlich aus dem Schwimmen, aber bin jetzt umso mehr ins Nordic Walking, sage ich mal, vernarrt, weil das eben auch sehr, sehr vielseitig ist. Ja, und jetzt fangen wir mit den Stöcken einfach mal an. Wie ihr seht, habe ich hier verschiedene Längen dabei und die sehen auch alle ein bisschen unterschiedlich aus. Meine Faustregel, die ich von meinen Trainern wiederum gelernt habe und die eigentlich immer passt, die Höhe des Bauchnabels. Ja, wo der Bauchnabel ist, da sollte die Schlaufe von diesem tollen Skistock, sondern Nordic Walking Stock, herauskommen. Das ist jetzt hier ein etwas längerer. Ich glaube, der hätte da gepasst. Hatten wir vorhin schon mal kurz getestet. Wo ist der Bauchnabel? Vielleicht mal kurz noch mal checken. Bauchnabel ist ungefähr da. Genau, und da kommt die Schlaufe raus. Also passt das. Und hier haben wir jetzt die Größe mal für dich da rausgesucht. Ja, das passte ungefähr. So, und jetzt machen wir gleich mal noch eine andere Sache. Diese Stöcke haben jetzt Stopfen da drauf. Ich habe schon keine mehr drauf, weil ich meistens hier im Gelände unterwegs bin und da braucht man die nicht. Also die benutzt man, wenn man auf Teer läuft zum Beispiel, weil sonst, also spätestens im Wohngebiet, sagen die Nachbarn, geht's noch? Ja. Ich würde sagen, so, ja. Anziehen. Ja, genau. Anziehen die Dinger. Meistens steht dran, links und rechts, manchmal auch nicht. Ah, bei mir steht's dran. Bei dir steht's dran. Und das ist so, dass man also. Wo steht denn das bei dir? Bei mir steht's hier. Ah! Die Dinger, diese Schlaufen. Ah! Right! Daumen und Zeigefinger quasi umschließen dann also diese Schlaufe und diesen Stock. Und dann macht man das so zu, dass es zwar fest ist, aber nicht einschnürt und nicht unangenehm ist. Wie bei jeder Sportart sollte man sich nach Möglichkeit auch beim Nordic Walking ein bisschen aufwärmen. Da wir ja beim Nordic Walking quasi alles bewegen, wärmen wir uns auch von oben bis unten auf. Dann die Füße kreisen. Da kommen wir noch genau, mir fällt gerade ein, ich wollte noch was zu den Schuhen sagen, wenn wir die gerade so schön sehen. Also Jogging-Schuhe ist vollkommen in Ordnung, ja, gerade wenn man so auf den Schotter geht. Wenn man jetzt kein Gelände hat, dann geht auf Teer auch jeder andere Sportschuh. So, fühlt euch schon einigermaßen warm oder? Jo, geht's? Mir ist warm. Gut, wir gehen ein Stück und ihr lasst einfach die Stöcke mal hinter euch her schleifen. Und ihr geht bitte vor, ich gehe hinter euch. Okay, dann? Da am besten den Weg da lang. Gut. Ihr fangt am besten an, wieder ganz normal gehen, ohne irgendwie nachzudenken, weil da macht ihr automatisch richtig, was die Seite der Beine und Arme angeht. Und dann weitet ihr wieder eure Schritte, weitet die Armbewegung. Und versucht so weit wie es geht nach vorne und besonders aber nach hinten weite Bewegungen zu machen. Vor allem von außen denkt man so, ja, ein bisschen spazieren mit dem Stock. Das kann ja jeder. Euch denn? Gut. Gut. Ja, also hat Spaß gemacht, einmal das und man merkt es irgendwie so, man ist im Kopf auch irgendwie freier geworden jetzt. Genau, und auch die ganzen Muskeln. Ja, und man fühlt sich so erfrischt irgendwie so ein bisschen. Ihr habt das auch wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Sehr toll geschlagen und es sind keine größeren Fehler, die sich jetzt bei euch eingeschlichen haben in der Stunde. Ja, also wie gesagt, worauf es ankommt, habe ich ja euch schon ein paar Mal gesagt. Das einfach immer wieder im Kopf behalten und dann steht auch nichts im Wege, dass ihr das öfter macht. Sehr gut. Bei den Kosten gebe ich 2 von 5 Punkten. Ich finde jetzt, dass man für ein gutes Paar Stöcke nicht allzu viel investieren muss im Vergleich zu vielleicht anderen Sportarten
Und da investiert man ja einmal in die Stöcke und die hat man ja dann auch wesentlich länger für Jahre und das rentiert sich dann auf jeden Fall. In der Kategorie Kosten gebe ich 2 von 5 Punkten. Man muss zwar am Anfang ein bisschen was für einen guten Kurs investieren und auch in die Stöcke, aber wenn man das jahrelang betreibt, dann hat man das wieder drin. Spaß, 5 von 5 Punkten. Es war jetzt einfach auch Sport an der frischen Luft. Es macht mir irgendwie immer Spaß und ich kann es jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren. In der Kategorie Spaß gebe ich 5 von 5 Punkten. Es tut wirklich gut, sich an der frischen Luft zu bewegen. Ja. Für Anstrengung gebe ich sage jetzt mal 2 von 5 Punkten. Es war jetzt nicht ganz schlimm anstrengend. Man muss natürlich schon was tun. Vor allem, wenn man es beim ersten Mal macht, merkt man doch gleich sofort seine Arme und nicht nur die Beine. Aber ich sage auf jeden Fall im Bereich des Machbaren. In der Kategorie Anstrengung gebe ich 2 von 5 Punkten. Man muss zwar ein bisschen reinkommen am Anfang, aber nach der Zeit, nach ein paar Minuten, gibt sich das dann auch. Verletzungsrisiko gebe ich 1 von 5 Punkten. Wenn man nicht gerade über seine eigenen Füße oder den Stock stolpert, glaube ich, kann nicht allzu viel passieren. Im Punkt Verletzungsrisiko gebe ich 1 von 5 Punkten. Wenn man nicht gerade über seine eigenen Füße stolpert oder über den Stock, kann eigentlich nichts passieren. Und das war es heute mit unserer Folge Runter von der Couch. Es war auch die letzte Folge heute. Ich hoffe, Ihnen hat unsere Serie gefallen und wir sehen uns bestimmt mal wieder.